Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist es soweit, ich möchte euch mein neues Projekt vorstellen. Denn wie ihr wisst, in der Vergangenheit haben wir schon viele Motorräder zusammen umgebaut und ich dachte, es ist jetzt eigentlich wieder an der Zeit, eine geile neue 125er komplett umzubauen. Was wir genau haben, das werdet ihr gleich erfahren. Das Schätzchen steht nämlich schon unten in der Tiefgarage. Ich bin mir sicher, dass viele von euch das Motorrad überhaupt nicht kennen. Ich habe es, glaube ich, wann habe ich das erste Mal gesehen? Vor 10 Jahren ungefähr auf einer Messe. Es ist eine super Moto, eine 125er, das ist schon mal geil, ich weiß. Und es ist relativ klein. Was könnte das sein? Eine Grom? So klein dann auch nicht. Okay. Ich würde sagen, wir gehen direkt runter und dann lüften wir das Geheimnis. Okay, let's go. So, Freunde der Nacht, wir sind jetzt in der Tiefgarage, wie ihr sehen könnt. Und bevor ich das Geheimnis jetzt lüfte, bitte, bitte, bitte tut mir einen Gefallen. Und zwar für den YouTube-Algorithmus, lasst jetzt dem Video einen Daumen nach oben da. Damit viele andere Leute dieses Video noch sehen können. Es ist wirklich, wirklich schwer. Denn viele vergessen es einfach. Deswegen für den Algorithmus Daumen nach oben. So, und jetzt lüft man das Geheimnis. Soll ich die? Ich schieb die erstmal hier in die Mitte, oder? Die sieht da hinten in der Ecke irgendwie nicht so geil aus. Okay. Eine Sekunde. Let's go. Okay, die ist schon extrem klein. Okay, seid ihr bereit? 3, 2, 1. Das ist eine Kawasaki 125 D-Tracker. Wie ihr sehen könnt, eine super Moto, die. Also, sie ist halt wirklich ein bisschen schmaler. Ich meine, ich bin 1,92 Meter, aber wenn ich mich jetzt draufsetze. Ist schon ein kleiner Racer, ne? Ich finde das Ding irgendwie ganz witzig und vor allem, wir haben es zu einem richtig, richtig guten Kurs geschnappt. Mit wir meine ich natürlich the one and only Max Imam. Grüße gehen raus an der Stelle. Und wir werden das Bike hier komplett umbauen. Sprich, heute, also wirklich heute direkt, bauen wir die Felgen aus. Die werden gold gepulvert. Es kommt ein neues Dekor drauf. Und ja, die hässlichen Spiegel werden natürlich auch abmontiert. Genauso wie der Kennzeichenhalter, der viel, viel, viel zu lang ist. Guck dir das mal an, oder? Das ist echt krass, ja. Das ist so eine Vergewaltigung. Bitte, 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 liebe Motorradhersteller, macht sowas nicht. Macht sowas einfach nicht. So, und wir haben auch schon, kann ich euch ja direkt verraten, ein Thema für dieses Bike. Und zwar wird es, Trommelwirbel, ein Ironman-Bike. Das klingt jetzt total bescheuert, aber ich bin absoluter Marvel-Fan und ich dachte mir so, warum machen wir nicht einfach mal ein Motorrad im Ironman-Style? Sprich, eine richtig geile rubinrote Farbe gepaart mit einem Gold-Metallic und dann halt so ein paar Akzenten, die Ironman deuten. Geil. Weil am Ende, ich glaube, es ist auch relativ schwierig. Wir dürfen jetzt nicht irgendwie fett Marvel auf die Seite, auf dem Dekor haben oder eben Ironman selber abbilden. Kann sein, dass es dann zu Schwierigkeiten kommt und wir nachher noch irgendwie eine dicke Anklage haben vom Anwalt. Das, also mit Marvel möchte ich mich wirklich nicht anlegen. Deswegen, wir halten uns farbschematisch eben an Iron Man und dann gucken wir einfach mal, was wir sonst noch so bei dem Bike für kleine Nuancen, vielleicht ja irgendwie so eine leuchtende LED, wie, wisst ihr, was ich meine hier? Bei Tony Stark. Kann man das mit der Lichtmaske verbinden? Oh, das wäre geil. Das wäre geil. So eine Iron Man Lichtmaske. Ja, müsst ihr mal gucken. Also ich weiß nicht, inwiefern das Projekt ausarten wird. Wir haben jetzt knapp 4 Wochen dafür Zeit. Und in diesen 4 Wochen werden wir natürlich Gas geben. Aber jetzt erstmal, wie gerade angesprochen, sollen wir das Motorrad erstmal so ein bisschen zeigen? Können wir machen. So ein Bike-Porn machen? Ja. Ja? Easy. Okay, 3, 2, 1. Bike-Porn, let's go. Me against the world, round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burl, pressure turned this stone into a pearl, lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a Es war jetzt nur so ein Mini-Bike-Porn, weil wir können ja noch nicht viel zeigen, das Motorrad sieht jetzt noch nicht so schön aus und hier in der Tiefgarage, sind wir mal ehrlich, die Belichtungsverhältnisse sind auch nicht die besten, aber besser ein bisschen als gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie schwer die Karre ist, könnt ihr gerne mal nachrecherchieren und in die Kommentare schreiben. Boah, die ist relativ leicht. Ich habe die jetzt ohne Probleme hier drauf bekommen. Also die ist wirklich erstaunlich leicht. Hätte ich gar nicht gedacht. Okay, krass. Weil normalerweise so diese, in Anführungszeichen, es ist ja eine günstige 125er und meistens sind die günstigen 125er viel schwerer, als man denkt. Mhm. Aber bei der, ich bin positiv überrascht, muss ich echt sagen. Warte mal, vielleicht kriege ich es alleine hin. Okay. Ui, ui, ui. Ja, hinten können wir auf jeden Fall schon mal rausnehmen. Ja, aber 1A. Also, wirklich, wirklich. Kein Spaß, die ist unnormal leicht. Das ging so easy jetzt. Gut, das heißt, ich habe noch nie an dem Ding geschraubt, aber wir werden jetzt hier das Vorderrad ausbauen, so wie das Hinterrad. Sind jetzt aktuell komplett Silber und die werden halt Gold werden. Das wird richtig lecker. Let's go. Oh, jetzt pass auf. Jetzt muss ich aber nachdenken. Mhm.
Wo packe ich denn den BMW dann? Aber eigentlich muss ich tauschen. Was denn? So, wir mussten jetzt gerade ein bisschen umdisponieren, weil ich gemerkt habe, verdammt, die steht ja komplett auf dem anderen Parkplatz. Das heißt, wenn der BMW, der ist gerade in der Werkstatt zum Service, wiederkommt, kann ich den nicht mehr auf den Parkplatz stellen, was natürlich sehr blöd ist. Deswegen steht die jetzt hier und jetzt können wir die Felgen ausbauen. Okay. Richtiger Doktor. Oder? Dr. Strong! Guck mal hier, das ist ganz interessant. Hier sind nochmal zusätzlich Splinte. Ja. Das heißt, die müssen wir auf jeden Fall rausholen. Weil sonst können wir hier die Mutter nicht abdrehen. Auf der anderen Seite wird gekontert. Boah, das ist, also Freunde, das ist so eine dünne Gewindestange, die hier drin ist. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Die ist super dünn. Ich muss sagen, Splinte lösen ist einer der wenigen Aufgaben, die ich absolut nicht leiden kann. Ja, guck mal. Jawohl. Perfekt. Also, das war's dann auch mit dem Splint. Also, wir brauchen definitiv neue Splinte. So viel steht jetzt schon mal fest. Ja. Aber hier können wir jetzt auf jeden Fall gleich die Mutter lösen. Ich würde aber sagen, wir machen erst die eklige Arbeit nicht nur vorne, sondern hinten. Das heißt, auch hinten ist den Splint lösen, genau. Okay. Yes! Okay. Noch in einem Stück, geil. Also den können wir, der sieht eigentlich echt noch gut aus, wiederverwenden. Ja, perfekt. Nice. So, und jetzt lösen wir die Achse. Zack. Okay, auf der anderen Seite ist es auf jeden Fall größer. Sieh mal an. Krass, ja, es geht schon raus. Echt? Ja. Ah, jo. Der Bremssattel, müssen wir gucken. Das ist halt immer so der tricky Part hinten. Perfekt. Was habe ich? Crazy. Also Freunde, ich würde sagen, die erste Felge haben wir draußen. Das ging wirklich schneller. Upsala. Schneller als erwartet. Was wir jetzt noch gleich machen, weil wir die jetzt zur Pulverbeschichtung bringen, Reifen abziehen und vor dem Reifen abziehen, Bremsscheibe und Kettenrad hinten lösen. Ja. Damit nicht mehr so viel Arbeit ansteht. Das wird alles mit ein bisschen Gewalt und ein bisschen Spucke. Ich hoffe, wenn wir das Vorderrad gleich rausholen, dass sie so stehen bleibt. Ja. So, Mutter ist los. Boah, sieht doch echt dünn aus. Oder, jetzt guckt euch das mal an, was das für eine Gewindestange ist. Ich habe es vorhin erwähnt. Die ist so dünn. Krass. Das habe ich noch nie gesehen. Guck mal, mein Finger ist dicker und ich habe echt nicht dicke Finger. Ja. Ganz, ganz krass. Wild. Aha. Aha. Das läuft ja wie geschmiert. So, die Hülse hier, die können wir rausnehmen. Ah, so. Auf der anderen Seite war die Tachoschnecke. Ja, ich würde sagen, Felge Nummer 2 vorne ist lose. Hier müssen wir natürlich auch die Bremsscheibe abmachen. Das machen wir jetzt noch fix. Und dann sehen wir uns gleich bei Reifen kommen, denn da habe ich schon mit dem Lars gesprochen, netterweise ziehen die uns die Reifen ab und dann können wir weiter zur Pulverbeschichtung die Felgen abgeben. Let's go. Blöd, wenn man das Auto abschließt und innen was vergessen hat, oder Flo? Wo ist jetzt hinten? So, jetzt aber. Reifen kommen. So, Freunde, wir sind jetzt bei Reifen kommen angelangt. Und ich komme nicht an die Felgen dran. So. Uno, dos. Und wie gesagt, ich habe mit dem Lars schon gesprochen. Netterweise hat er sich bereit erklärt, kurzerhand die Schlappen hier runterzuziehen. Die sind sogar noch fast neu. Guck mal hier. Also wirklich ein sehr, sehr guter Zustand. So, jetzt kannst du zumachen, Flo. Alright. Komm, perfekt. Dann gehen wir mal direkt hinten rein. Ich habe auch gar nicht gefragt, ob wir filmen dürfen. Wir machen das einfach. Also eigentlich wie immer. Jungs, sind die gerade Mittag? Scheiße, nicht, dass sie jetzt Mittagspause haben, oder? Da ist er doch! Guck mal! Die heiligen Tore zu den heiligen Hallen von Reifen kommen! Guten Morgen! David, was hast du da? So, Freunde, ja, also nochmal dickes Dankeschön hier an Lars und an Reifen kommen. Müssen wir, guck mal hier, das sieht einfach schön aus. Ich muss sagen, jetzt kann man auch nochmal genau sehen, guck mal hier, wie ranzig die Narbe aussieht. Ja, also die ganze Felge vorne sowie hinten wird gesandstrahlt und dann eben pulverbeschichtet. Das heißt, am Ende haben wir die ganze Felge in neuem Glanz, neuer Farbe. Es wird absolut grandios aussehen. Ich würde sagen, wir laden die jetzt ein und dann sehen wir uns gleich bei Dennis bei der Pulverbeschichtung Hamburg wieder. Let's go. So Freunde, wir sind jetzt bei der guten Pulverbeschichtung Hamburg. Zu meiner Linken befindet sich Mr. J, the one and only und natürlich the one and only Dennis Reichert. Komm, kurz Applaus. Ja, ist gut. Ja, komm.
Wir haben heute was Schönes am Start. Ja. Willst du mal sehen? Ich weiß, glaube ich, ungefähr, was kommt, ja? Aber vielleicht auch nicht. Aber es gibt eine böse Überraschung. Nein, die Reifen sind runter, keine Sorge. Ja. Aber eine andere Sache, denn... Perfekt, das Auto ist wieder angeschlossen. Das hatten wir gerade schon, das gibt's ja gar nicht. Einmal Supermoto-Felgen. Und zwar von einer Kawasaki KLX 125. Mhm. Boah, sind die groß. Schaut euch mal hier. Schaut euch das mal an, wie, das Lager hat's gehabt, klein, wie klein das Gewinde ist hier. Ja. Also die Stange, die da normal, die ja. Gewindestange, die normalerweise durchgeht. Wie heißt die Gewindestange? Die Achse. Ja! Auf jeden Fall, die sieht super ranzig aus, ja, wie ihr sehen Chrom könnt. Ist okay, ne? Der Chrom ist noch okay, also da kann man mit arbeiten, glaube ich. Die Jungs zaubern das schon. Wir zaubern das schon wieder hin, ja. Sollen wir die mit reinnehmen, da können wir noch ein bisschen drüber quatschen. Kann man uns verstehen überhaupt? Oder? Mhm. Ist das alles für die Katze? Schon, also ich hoffe es zumindest. Es ist für mich auch neu, die ganze Zeit die Maske zu tragen, aber wie ihr wisst, ich war in Quarantäne und das wollen wir jetzt nicht nochmal haben. Obwohl ich kein Corona hatte. Ja? Wir können ja nächstes Mal hier Löcher reinmachen. Dass Löcher reinmachen, ja, das ist eine gute Idee. Wie war das noch mit der Technik? So, schaut euch das mal an hier, hinten in der Ecke, Felgen, dann hier. Das ist auch noch ein Motorrad. Da ist ein halbes Motorrad reingekommen. Dann hier, Auto, zack. Das ist unfassbar. Ja, und hier ist nochmal, also wir haben ganze Sumo-Motorräder jetzt wirklich mit Rahmen und allen Anbauteilen, also drei Kisten voller Teile. So, ja, wir können gerne mal gucken. Ja, ja, ist alles mögliche im Durchlauf. Ist die Tür neu? Nee. Ich habe die nie gesehen, die Tür. Die war einfach offen. Die war offen, ja. Alter Schwede. Genau, sehr schönes Projekt. Privatkunde, die Sachen dürfen wir auch zeigen. Ist noch nicht die Endfarbe natürlich, das wird halb und halb. Eine Hälfte gelb, eine Hälfte grau. Also ist halt jetzt wird noch ein bisschen grau beschichtet. Und danach werden die Schablonen abgezogen, eben um einen gelben Schriftzug in der grauen Seite der Felge zu haben. Aber es wird ein normales Gelb, also so ein Sonnengelb oder ein Neongelb? Jetzt bleibt das Gelb hier. Das Gelb. Das sieht ein bisschen aus wie von der Simson. Ja, das ist ein bisschen kühler hier. Bisschen kühler, ja. Das ist, glaube ich, 10-18 von Husqvarna. Guck mal hier, das sieht super, super geil aus. Das ist erstmal nur als Schablone verklebt. Ne? Ja. Genau, die werden nachher dann abgezogen und dann kommt noch ein Klarlack drauf, um das hochglänzen zu kriegen. Also es wird matt beschichtet und dann glänzen. Also ein cooles Projekt mit Namen dazu und geil. Immer wieder was Neues hier. Okay, sagen wir mal wieder nach vorne, ist ja sehr laut hier. Bitte. Was? jetzt, ich bin wieder ganz aus dem Häuschen. Immer wenn ich bei der Pulverbeschichtung bin, gibt es Action. Aber so viel Action wie heute bin ich selber nicht gewöhnt. Also, hier dreht sich's richtig. Ja, wir haben nochmal. Alter Schwede. Also die werden gut. Gespannt, wenn die fertig sind. Die werden gut, ja. Da hängen die Namen, ne? Da hängen die Namen. Die werden hier, komm, die können wir nochmal angucken. Jetzt ist es ja ein bisschen leider. Ja. Die werden einfach nur noch Klarlack, wenn sie hochglänzen. Ne? Da kommt kein Logo drauf. Da in dem Fall kein Logo. Wir haben hier gerade welche ausgeliefert mit Logo. Ja. Da bist du, so wie du das auch, glaube ich, hattest. Ne? Das, also, dass ihr hier den Überblick bewahrt. Ja, Respekt. Wir haben auch viel mehr Leute jetzt. Ne? Also wir haben nochmal zwei Leute gerade, die aushelfen. Und einen davon werden wir wahrscheinlich auch mit reinnehmen. Also es bedarf einfach mehr Personal. Weil du dir sonst den Überblick verlierst. Ne? Also ihr merkt es von hier. Jetzt wirklich los, der Laden. Deswegen, ich will euch gar nicht zu lange aufhalten. Wir können ja mal zu den Felgen gehen, weil ich habe schon eine konkrete Vorstellung. Soll ja das Thema Iron Man sein. Ja? Also das ganze Motorrad wird goldmetallic und rotmetallic. Ja. Und dann dachte ich natürlich, damit es fix geht und schön aussieht, machen wir die Felgen einfach in einem geilen Gold-Metallic-Ton. Ja. Da hinten sind doch auch die Röhrchen. Sollen wir mal zu den Röhrchen? So, gucken wir mal. Oh, guck mal hier, das sieht sehr lecker aus. Das ist halt mit Candy-Gold. Ja, guckt euch das mal an hier. Ja, hab ich schon gezeigt, das ist geil. Ja. Das würde schon ziemlich geil aussehen. Ja. Das ist ein sehr edles Gold hier. Boah. Das ist schon sehr so wertig. Matt, ne? Es ist matt. Ja, ne? Es mattiert, genau richtig. Aber es hat einen sehr metallischen Schimmer dazu. Ist, also das gefällt mir sehr gut, guck mal. Das ist brutal, ja. Ganz ehrlich, lass uns den Ton nehmen. Ich würde auch sagen, den mega geil. Das sieht also sehr auch matt aus, oder? Ja, das ist mattiert, genau. Ja, sollen wir das auch matt machen? Da bin ich mir gerade noch unschlüssig. Aber irgendwie hat das so einen edlen Look. Na, schimmert schon. Also das ist ja nicht ganz mattiert. Ne? So ein bisschen, wenn man hier einen Klarlack drauf macht, dann verliert das eventuell ein bisschen diesen metallischen Schimmer. Ja. Klar wird das schön Gold sein und so, aber diese Lacke, der soll auch wirklich ohne Klarlack verwendet werden. Ne? Der soll so bleiben, damit er so schön schimmert. Also ganz, ganz cool, ja. Wirklich, ich habe noch nie, Dennis, ich habe noch nie so einen geilen Farbton. Das ist cool. Das ist also wirklich, was Gold angeht. Ja, das ist hammermäßig. Wird auch sehr viel genommen in letzter Zeit. Klar, wenn du was anbietest und das was zeigst, dann wird es auch gewählt nachher. Also das wird schon mal eine kleine Veränderung geben zu der. Der ganze Ranz geht runter. Die sollten wir retten wahrscheinlich, ne? Die Schutzgummis hier. Ja, das wäre super. Weil du ja nur den Schlauch darauf legst und dann. Aber die sind, glaube ich, noch ganz okay. Ja, die sehen auch gut aus. Wurde von einer Frau gefahren, das Motorrad. Gottes Willen. Ja? Hab ich nicht gesagt. Ja, aber das war das ja klang Spaß. Aber auch so, als wolltest du mich da reinbringen in die Situation. Überhaupt nicht. Also, sie wurde von der Frau gefahren, die Maschine. Ja, also ich wollte damit sagen, dass sie sehr... Pflegt ist sie schon mal nicht. Also das kann man jetzt nicht sagen. Ja, aber sie wurde...
behäblich, behäbe gefahren. Ich glaube, wir sollten das einfach lassen. Das, das führt zu gar nichts. Beinen hast du ja alle nachgezogen vorher schon mal, dass das alles in Ordnung ist. Das ist ganz gut. Eigentlich so beschichtet. Darfst du gerne prüfen, wenn, wenn du... Das kann man dann nachher auch nochmal. Man kann da einmal... Ja, das ist ja so ein Test, dass du so gegen klingelst und dann, wenn die alle einigermaßen gleich klingen, dann ist es okay. Ja, genau, siehst du. Hört sich eigentlich gut an. Das ist ein Schlüsselbestand dabei. Natürlich. Ja. Aber du musst, da musst du auch alle durchprüfen, ne? Also, ja, also auch das kommt da, wir wollen. Ja. Hört sich gut an. Also wenn eine quasi stumpf ist... Man also hört das wirklich, ja. Nicht nachklingt, ja. Dann war es das wirklich, genau. So hat sich damals mein Pucki-Fahrrad angehört. Ist gut. Als die ganzen Zeit. Die Bierdeckel noch in den Speichen. Man kennt das Pucki-Fahrrad, ja, aus den alten Zeiten. Mensch. Ich habe überlegt, ob ich, weil wir pulvern ja komplett Gold, ob ich das Spoke-Style schwarze Überzieher nehme, ja. Weil das spart natürlich ein bisschen Zeit. Ein bisschen Energie, weil wir müssen überlegen, wenn wir jetzt sagen, okay, die Speichen werden dann auch schwarz gepulvert. Erstmal dauert es viel länger, ja, es ist viel, viel aufwendiger und wir müssen die Felge auch zerlegen, ne? was halt ein riesen Akt ist. Und so können wir die Felge in Anführungszeichen in einem Stück lassen, also nur die Lager müssen raus, Bremsscheiben, das Felgenband hier im Inneren und dann kann das ganze Ding einmal gestrahlt und gepulvert werden. Aber ich glaube, das wäre auch ein geiler Effekt, weil komplett Gold, cool. Ja. Aber wenn man noch so ein bisschen Schwarz da drin hat, ein bisschen Kontrast, dann könnte es noch geiler wirken. Das ist halt die günstige Variante, dieses Spokes aufzumachen. Super. Ja, dann würde ich sagen. Lass uns die mal zurück ins Leben holen, die schönen Felgen. Ich lasse hier, ich bin sehr, sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich freue mich echt auf. Also der Farbton, da hast du mich schon ein bisschen geil gemacht. Ja, wird gut. Da müssen die Leute auch mal, also Freunde, wirklich, wo kann man denn, kann man sich bei dir irgendwo die Farben, die du im Angebot hast, kann man sich die anschauen, dass man sich so ein bisschen Inspiration holen kann? Weil klar, natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Laden seid, wenn Kunden im Laden sind, dann können die sich das ein bisschen angucken. Du hast ein paar Beispiele hier auf Felgen. Mhm. Weil man muss ja sagen, in Natura wirkt eine Farbe nochmal ganz anders. Ja, nochmal viel intensiver als auf einer Kamera. Die Kamera nimmt das schon gut auf, aber es ist nicht das Gleiche. Also wie können die Leute, die jetzt sagen, oh, ich hätte meine Felgen auch gerne gepulvert beim Dennis, aber ich weiß noch nicht, welche Farbe. Wie können die sich es da irgendwie Inspiration machen? Eigentlich geht es, also was ganz oft passiert, dass mir Leute irgendwie Screenshots von Instagram schicken. Also irgendwas aus der Vergangenheit und sagen, so möchte ich es haben wie in dem Foto. Und dann haben wir eine Galerie auf der Webseite, da sind auch nochmal 100 Fotos ungefähr drin. Da sucht man sich was aus. Ich hab auch eine Galerie nur für Farben, aber da ist jetzt auch nicht immer, weil immer wieder neue Farben kommen, ne? Da ist auch nicht 100% von allen Sachen drin. Also es ist meistens so, dass die Instagram-Fotos genommen werden und jemand schickt mir tatsächlich, druckt mir die aus in groß und dann liegen die in den Paketen mit drin. Und echt? So möchte ich es gerne haben, genau. Ne? Bist jetzt alle zufrieden gewesen? Ja, klar, logisch. Ja. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Genau. Also wir haben jetzt keine tabellarische Auflistung mit allen Fotos dabei und so. Wobei wir gerade eine neue Webseite machen. Vielleicht mache ich mir tatsächlich mal die Mühe. Aber es sind halt 150, 200 Lacke ungefähr, die man alle gut fotografieren müsste und da reinbringen müsste. Also es gibt Tausende, aber wir haben so eine Range, die wir ständig benutzen eben. Ne? Und das sind so 200 ungefähr. Und ja, aber so funktioniert es eigentlich. Also irgendwie in der Galerie was raussuchen und sagen, so hätte ich es gerne und dann klappt das eigentlich ganz gut. Genau. Mega. Also wisst ihr, was ihr zu tun habt? Ja, einfach mal in der Galerie schauen bzw. eine Farbe raussuchen, die Felgen ausbauen. Ohne Bremsscheiben zum Dennis senden, ja. Und dann kann es eigentlich losgehen, beziehungsweise egal was, ich sage das ja immer wieder, weil ich einfach überzeugt bin von euch und auch von dem Endergebnis, dann egal was es ist. Kleinigkeiten, Hebel, Felgen, Motorradrahmen, Auto, also egal was. Genau, richtig, ja. Kann gepulvert werden. Auch Kleinkram eben, ne? Also beim Motorrad gibt es ja manchmal irgendwie einen Bremshebel, der dich stört oder sowas, oder der soll jetzt neongelb sein, machen wir auch, also auch Kleinstaufträge eben, oder nur eine kleine Abdeckung, eine Kappe oder irgendwas. Gar kein Thema. Also von Kleinstaufträgen bis Großaufträgen. Ganze Motorräder mit Rahmen und so. Aber ja, da sind wir uns für nicht zu schade. Wild. Und los geht's. Das war dann ein schönes Schlusswort. Ja. In dem Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, Ich bin sehr gespannt. Ja. Und ihr schaut jetzt direkt am besten mal bei Dennis vorbei. Nicht nur auf Instagram, sondern auch auf der Webseite. Ich freue mich auf weitere Eskalationen. Ab geht's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, was ihr vielleicht noch hinzufügen würdet. Wir können ja mal schon ein bisschen philosophieren, in welche Richtung das Dekor gehen soll, weil das steht natürlich auch bald an. Da ist der Felix schon dran, ihn habe ich schon informiert. Und dann schauen wir mal, was wir da noch zaubern werden. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. In dem Sinne, wir sehen uns morgen wieder. Genießt die restlichen Stunden und das Allerwichtigste, geht steil.